Hier drumherum lagen Steine. Es war eine ganz normale Feuerstelle, an der er und seine Freunde immer abhingen. Hier hinten und dort haben wir Beweisstücke gefunden. Als wir gestern Nacht hier ankamen, haben wir erstmal alles oberflächlich abgesucht. In ein paar Zentimetern Tiefe sind wir dann auf ihren Fuß gestoßen, der herausguckte. Wie Sie sehen, ist hier nicht sonderlich viel Platz, wo er seine Mutter versteckt hat. Bei seinem Geständnis hat er einfach alles chronologisch aufgezählt, hintereinander. Normalerweise gibt es in Verhören einen Punkt, an dem die Leute zusammenbrechen. Bei ihm gab es keinerlei Emotion, gar nichts. Als er uns vorher von seinem angeblichen Alibi erzählt hatte, ging es immer um diese Feuerstelle. Er stahl sich davon und ging zur Feuerstelle. Sie holten sich Bier und gingen zur Feuerstelle. Er redete immer zu davon. Wie gesagt, ihr Fuß guckte als erstes raus, in etwa 20 Zentimetern Tiefe. Er hatte sie gefaltet, um sie in das Loch hineinzubekommen. Und dann begrub er sie.